Der Prototyp-Gamer. Natürlich ist sein Markenzeichen seine roten Augen, weil er zu viel gezockt hat und deswegen braucht er Augentropfen. Sein Equipment ist sein Monster Energy Drink, damit er länger zocken kann. Natürlich darf die gesunde Ernährung nicht fehlen, seine Chips. Und seine Chips-Tüte sieht am Ende so aus wie ein Battlefield-Schlachtfeld. Und dann gibt es auch die Gamer-Typen. Einmal der aggressive Gamer. Nein, 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 nein! Ich werde Call of Duty's Mutter verprügeln! Der Gamer, der das Zeitgefühl beim Zocken vergisst. Erstens, ich habe nicht das letzte Stück Torte gegessen. Und zweitens, ich spiele gerade mal seit einer Stunde. Ja? Ja. Bis dann. Barry! Ari hat mich wieder vergessen. Ich warte seit 2 Wochen auf ihn. Aria! Der Pro-Gamer, der jeden fertig macht. Ich übertreib mich heute, Mann. Was machst du denn da? Nein! Nein! Guck mal, ich komm nicht mal hin! Ich komm nicht mal hin! Was soll denn die Scheiße, Mann, Alter? Du schießt doch Tor! Was denn? Was denn? In dein Gesicht, Bro! In dein Gesicht! Der schlimmste Moment eines Gamers ist, wenn deine Konsole weggenommen wird von deiner Mama. Mama! Meine PlayStation ist weg, meine Xbox ist weg, mein Nintendo ist weg, warum? Wegen schlechten Noten! Das ergibt keinen Sinn! Es hat nicht mal was miteinander zu tun! So eine. Und so sieht es aus, wenn ein Gamer nach 6 Monaten wieder an die Menschheit rausgeht und das erste Mal Sonne sieht und denkt, oh, Menschen, Sonne, frische Luft kenne ich nicht. Und Gamer geben hauptsächlich Geld auch nur fürs Spielen aus. Ah, ich habe eine Frage. Du hast mich nie zum Essen eingeladen. Wofür gibst du eigentlich dein Geld aus? Was geht dich das an? Ich investiere. Was denn? Ich investiere in Spielaktien, Spiele, Spielkurse, im Spiel Ein- und Verkauf. Spiel, Verkauf und Einkauf. Spielen. Leute, eine Frage an euch. Stimmt das, dass auch Gamer Schule schwänzen? Ich weiß einfach nicht. Ne? Ja, was machst du hier? Wo warst du in der Schule? Ich hab einen neuen Fortnite-Skin, ich kann nicht. Ich lad grad was runter und deswegen ruhe ich mich gerade hier auf der Treppe aus. Du weißt schon, dass du das auch in der Schule machen kannst, oder? Ich kann nicht in der Schule warten, weil sonst wäre mir Donuts fertig und geht einfach weiter, okay? Ich hab zu tun, ich muss spielen. Okay. Weiter, schneller gehen. Lass mich alleine spielen. Nebenwirkungen sind, dass du am Ende des Tages denkst, dass du auch im wahren Leben ein echter Charakter in GTA bist. Nein, Mann, das ist das wahre Leben. Das ist nicht GTA. Leute, ich habe noch ein Video mit Jay und Ari gedreht auf deren Channel. Geht unbedingt drauf, Leute. Kommentiert das Video von Jay und Ari mit Bodyformers Army und kommentiert mein Video mit Jay und Ari Hashtag Bodyformers Army, falls ihr Bock auf mehr Videos mit uns in Kombination haben wollt. Ich habe auch eine Deutschlandtour Ende dieses Jahres. Der Ticketlink ist auch in der Beschreibung drin. Kommt zu meiner Deutschlandtour und vielleicht kommt auch Jay und Ari zu einer Show vorbei. Ich weiß es nicht. Kommt ihr? Das Ding ist. Deutschlandtour, Mann, Alter. Wird witzig, Mann. Ich mach mal Witze. Wie nennt man ein weißes Mammut? Das nennt man Helmut. Ein weißes Mammut heißt Helmut.